Ich wähle Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ich achte darauf, dass Einzelmessung aktiviert ist. Ich klicke auf Messung starten. Ich wähle den Bereich aus. Hier zum Beispiel 1,25 Sekunden. Ich klicke auf Auswerten. Und habe hier Delta V durch Delta T und die Beschleunigung ermittelt. Und hier habe ich auch das VT-Diagramm. Verschiedene Intervalle zeigen immer, dass die Beschleunigung der Anstieg also überall konstant ist.